Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute möchte ich mir ganz gerne ein Regal bauen für meine Handhobe. Die flogen ja eigentlich hier bei mir immer in der Werkstatt rum. Die hätte ich jetzt ganz gerne auf meiner French-Lead-Wand. Da wollte ich mir jetzt hier so ein Regal bauen, wo ich halt hier meine Handhobe, drapieren kann, genau. So, dass ich dann auch mal direkten Zugriff darauf habe. Ich habe mir das hier schon so ein bisschen hingelegt, damit ich die Größe von dem Brett mir ermitteln kann. Und das ist eigentlich auch so die Größe, die ich so brauche. Das ist also 47 brauche ich mal 47. Und dann werde ich hier zwischen zwei Regalbretter machen von 7,5 cm Breite. Und hier die beiden Ziehhobel. Die werde ich hier mit so Klipsen festmachen. Die werden einfach dann hier so eingeklemmt. Ich denke mal, das sollte auch reichen hier für die kleinen Ziehhobel. Ja, sehen wir es heute zu und legen wir einfach los. So hatte ich mir das gedacht. Oh, jetzt fällt hier der ganze Hobel auseinander. So, Zuschnitt haben wir schon mal. Bevor jetzt, weil ich sehe jetzt schon da unten die Kommentare stehen. Man stellt den Hobel nie auf die Schneideseite, sondern immer auf die Seite. Aber dadurch, dass ich hier das Messer nach jedem Hobeln immer wieder reinziehe, kann ich die ruhig so auflegen. Weil dadurch wird die Schneide nicht stumpf oder irgendwie, dass der Hobel auf der Schneide liegt. Das ist bei den Hobeln eigentlich relativ easy. Und wenn ich neu anfange zu hobeln, stelle ich mir den Hobel eh immer neu wieder ein. Von daher kann ich die ruhig platt aufsetzen und hatte erst überlegt, wenn man es vielleicht vergisst, weil der hat ja dann wirklich auch die vorgegebene Parkposition, ob ich dann eventuell hier so einen kleinen Schlitz noch reinfräse. Aber wie gesagt, ich ziehe das Messer sowieso immer wieder ein, das spare ich mir einfach. Jetzt habe ich da erstmal überall eine Faser dran. Von 1,5 mm wieder. So, das ist dann schon mal schön entgratet. Und hier werde ich das nur an den Seiten. So rum war es. Ja, so rum war es. An den Seiten ein bisschen anfasen, weil vorne, ich habe da noch so ein schönes Stückchen Eiche gefunden, wollte ich so eine kleine Kante dran machen, dass das auch zum seitlichen Rauskippen dann so ein bisschen geschützt ist. Ja, und hier werde ich halt wie gesagt nur die Kanten eben kurz ein bisschen anfasen. Aber ich glaube, die Rückseite werde ich auch noch machen. Muss ich mir nur eben kurz noch das Maß nehmen, was ich da hinten so liegen habe. Beziehungsweise könnte man ja eigentlich direkt diese Hobel da drauf legen. So. Das wäre mein erstes Maß. Und was muss es sein? Winklig! Genau. Ja, aber guck mal. Da habe ich den Winkel schon in den Augen. Ja. Passt perfekt. Du hast ein eingebautes Winkelmaß im Auge, ja. Ne? Wie so ein Cyborg. Ja. Ja, scheint ja wohl so. So, Mitte. Andis Winkelwerkstatt. Ja, das muss nicht mal winklig sein. Ja. Sonst, das funktioniert sonst nicht. So.
so, dass der Hobel runterrutscht vom Brett. Ja, ja. Ja, kannst ja nicht so schwupp. So. Und das machen wir so. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Schon mal optisch sieht das schon schön aus. Ne? Wunderschön. Ah, was muss es sein? Winklisch. Oh, diesmal habe ich aber einen Knicke. So ist es gerade. So, auch wieder mittig. So, dann hätten wir die beiden schon mal. Und die hier könnte man eigentlich schön untereinander setzen. Oder soll ich die ein bisschen zur Seite setzen, wenn ich mir noch mal einen Hobel holen sollte? Dann hätte ich da ja noch Platz, ne? Aber wenn ich die jetzt so setze, weiß ich, der nächste Hobel wird definitiv nicht hier reinpassen. Wollte ich gerade sagen, was soll das denn für ein Mini-Hobel werden? Ja, ich setze die einfach in Mitte. Ja. Genau in der Mitte. Der neue Hobel kriegt da ein extra Regal. Genau. Nutzt ja nichts. So, das waren. Ach so, das waren 50 in der Breite. 50 wollte ich doch gar nicht. Das ändern wir noch eben. Da säge ich hier noch mal eben 2 cm ab. Ich meine, 50 kriege ich da zwar hin. Ja, dann lass das doch so. Ja. Ja, 50 kriege ich da hin. Lass ich das dann so? Ja, lass ich so, ne? Lass ich das so? Ja, sehr. Ja gut, dann lassen wir es so. Dann, wie viel sind das denn genau? 49,7 durch 2 sind 24,8, 24,9, 24,8,753. Dann machen wir hier die Mitte. Die werde ich ja hier so setzen. Ja, untereinander oder halt versetzt, ne? Geht auch. Ja, aber untereinander sieht ja schön aus. Das ist Geschmackssache. Das stimmt. Das ist mein Geschmack. Schön untereinander. Ja gut, aber das können wir ja später machen. Ich werde jetzt erstmal die Bretter jetzt hier von hinten anschrauben. Dann halt hier die Verblendung davor setzen. Eine kleine Kante. Wie viel haben wir denn hier? Das könnten so 4 cm sein. Sogar 4,3. Das sind 18. Wenn ich auf 20 das mache, dann hätte ich 2 mm nach unten und 3 mm Sägeschnitt. Also 2 cm sägen wir das hier erstmal ab. Und ja, dann sind wir gleich schon fast fertig, ne? Ja. Wie gehabt? Das geht immer so schnell. Ratzi-fatzi ist das Projekt immer fertig. Können wir gleich noch was bauen? Was schon mal? Können wir gleich noch was bauen? Ja, sicher. Stimmt. So. Da sollten wir aber vielleicht mal irgendwie was nehmen, was man auch sieht. Und vielleicht auch ein größeres. Lineal. So, das sind meine Linien für die Mitte, dass ich das dann auch festschrauben kann. Brauchen wir 4 Stück hiervon.
sieht gut aus. Die ganze Geschichte umdrehen. Das ist das Coole an den Zwingen, ne? Kannst du immer schön hinstellen. Ist alles immer winklig. Finde ich gut. So, Senkbohrer. Mal eben kurz noch ein Lineal geholt. Auch hinten muss das bei mir immer gut aussehen. So, machen wir einen in 25. Aussehen ist dir wichtig, ne? Ja. Ja, ja. Das sieht man ja auch schon immer an meiner modischen Kleidung. Ja. Ja, sicher. Ganz schick heute mit dem T-Shirt. Ja, heute mal ein bisschen Eigenwerbung. Mhm. Ist auch eine geile Band. Was macht die denn so für eine Mucke? Mach mal vor. Die ist ganz flexibel. Kannst du mal was alles. Ansingen? Ansingen? Ja. Nee, ich kann nichts ansingen. So, 25 machen wir 1,15 und dann, ja, das sollte dann reichen. 5 Schrauben. Ich weiß noch, als ich das Regal für die Wurfkraftzwingen gebaut hat, ne? Mhm. Da habe ich hier hinten, weiß ich nicht, 40 Millionen Schrauben reingemacht. Da kriegte ich dann immer Kommentare, ja, man kann es auch übertreiben mit den Schrauben. Ja, kann man auch. Aber lieber eine mehr als zu wenig, ne? Das ist mein Motto. So. Cooles Motto. Was nehmen wir für Schräubchen? 35, 18, 20 drin reicht. Was lachst du? Über das Motto muss ich mich noch ein bisschen kaputt lachen. Über das Motto? Mhm. Hatte ich so noch nie gehört, weißt du? Ja, das ist ja hier, lernst du was fürs Leben. Ja. Ich komme mir voll gebildet aus dem Keller wieder hoch. Ja, genau. Irgendwie scheint das irgendwie die falsche Größe zu sein. Ja, genau. Was jetzt? Nix. Nix. Ich habe mir nur einen Witz erzählt, den ich noch nicht kannte. Ah. Was passiert ab und zu? Ja. Ja. So. Ich weiß, die beiden Schrauben außen braucht man nicht. Ich mach's aber trotzdem rein. Ja, getreu nach dem Motto, ne? Genau. Lieber übertrieben als zu wenig. Ja, wieso, was hast du gegen mein Motto auszusetzen? Ja. Gar nichts. Ja. Dann? Übertreib du mal. Ja, ist ja nicht übertrieben. Ich bin ja der Meinung, sonst würde ich es ja nicht machen, dass die Schrauben auf jeden Fall noch da rein müssen. Ja. So. Gut. Den ersten Part hätten wir und sieht doch schon ganz gut aus, ne?
Eigentlich wie ein Regal. Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, dass ich die hier erstmal trotzdem darunter mache. So, das wäre hier untere Markierung Mitte. Und hier auch. Aber so kriegt er keine rein. So. Klipp. Ja. Cool. Hört, ne? Mehr brauchen wir es nicht. Da halten wir schon gut. Ja, das hält auf jeden Fall. So, den nächsten da drunter. Achso, da brauche ich noch den hier noch. Und den setzen wir dann. So, das Eichestück habe ich erstmal wieder weggelegt und noch mal ein bisschen so in meinen Reste-Fotos gesucht. Und da habe ich noch hier so zwei kleine Streifen gehabt von meinem Buchschrank, den ich gebaut habe. Und das ist 20 oder 19. Auf jeden Fall habe ich hier eine ganz, ganz kleine Kante, Millimeter, anderthalb Millimeter, aber reicht ja auch. Der Hobel liegt ja wirklich platt drauf, so hat er wenigstens einen kleinen Schutz, dass er nicht, wenn ich da wegrutschen kann. Ja, das sägen wir jetzt uns erstmal zu und ja, und dann werde ich die hier drauf leimen und dann auch hier schön mit einer Faser dran setzen und dann French Lead hinten dran aufhängen, davor stellen und Spaß haben, ne? Gut, mache ich das mit der Bandsäge oder mache ich das mit der, ist ja doch ein bisschen lang, das Ballett ist nicht mehr so gut, mache ich eine Bandsäge, mache ich eine Tischkreissäge. Tischkreissäge. Bitte? Ich habe nichts gesagt. Hörst du Stimmen? Gut. Ja. Schon so weit? Ja, schon lange. Ja. Okay. Naja. Muss ich nur wissen, so, weißt du? Ja. Ich unterhalte mich auch öfter mal mit mir selber. Mhm. Naja, macht ja auch Sinn, ne? Ja, sicher. Ist ja bestimmt eine... Der Vorteil ist, ich höre mal richtig zu, ne? Ja, wenn dir sonst keiner zuhört, ne? Das ist ja, dann macht ja auch Sinn dann. So, dann sägen wir mal hier ein paar Teile ab. Passt doch genau da rein, ne? Gut. Hat das jetzt nur so circa-mäßig ausgemessen? Aber circa passt ganz genau. Reicht. Perfekt. Ja, dann bauen wir mal eben den kleinen Frästisch auf und dann haue ich da noch meine Faser dran. Dazu müssen wir mal eben kurz hier rum den Tisch geschnappt.
Fraser Rotten. Und mal eben die Kanten gefräst. Das sieht immer sofort schön aus, ne? Mhm. Die Leisten, die habe ich jetzt auch nochmal mit 240er Schmirgel glatt gemacht. Fühlen sich jetzt wieder gut an. Ja, dann nehme ich jetzt hier auch wieder den Fix und Fest. Da steht zwar keine Zwinge erforderlich. Ja, gucken wir, was passiert. Ob wir da wirklich können. Vielleicht sollte ich ein bisschen weniger nehmen. Das reicht ja schon für oben und unten. Wie gehabt, ne? Ja, da habe ich echt ein Problem mit. Ich nehme immer zu viel. Aber, ne? Getreu dem Motto, ne? Getreu dem Motto. Immer ein bisschen mehr als zu wenig. Genau. Ja, das ist auch immer schwierig, ne? Was nimmst du? Wie viel nimmst du? Was machst du? Und überhaupt? Vielleicht sollte ich mir erst die Finger sauber machen. Mach ich auch. Oh! Zwingend erforderlich. Zwingend erforderlich, die Zwinge. Ja. Ja, vielleicht auch nicht. Ich meine, das sieht hier schon. Nee, ist noch nicht fest. So, und hier muss ich die nämlich ein bisschen rüberziehen, weil die in sich schief ist. Na, ist das denn wahr? Ja, so passt das. Ja, das ist halt. Ja, fest ist. Und jetzt dachte ich mir, kann man jetzt hier noch ein bisschen einölen bzw. einwachsen. Eigentlich sieht das ganz cool aus, ne? Mit so einer Echtholzkante davor. Klar. Mit Siebdruck. Fühlt man ganz gut. So, ja, guck, sind wir schon fast fertig. Dann machen wir jetzt noch hinten noch den Halter dran. 14. Ja. Das brauchen wir so fest. Müssen wir aber auch mal eben kurz festziehen. Vielleicht sollte ich mir die Arbeit mal ein bisschen näher ranholen. Und nicht so weit weg. Ja. Was muss das jetzt sein? Pünktlich, pünktlich. Genau. Und da machen wir wie viel Schrauben rein? Drei. Drei machen wir da rein. Meinst du, das reicht? Ja. Wird knapp, aber... Nicht, dass du es noch übertreibst mit deinen Schrauben. Nee, das stimmt. Machen wir hier auf 2 cm in der Mitte. Hier so. Hier auch auf 2 cm. Ach nee, das waren 3.
hier so Schräubchen rein, 18 und 18 in 36, also haben wir da eine 30er Schraube rein. 3,5 mal 30. Drei Stück, nehme ich 4 mal 30. Ist, glaube ich, ein Tacken besser. In der Mitte. 15, also 7,5. Ja, guck. Das sieht ja soweit schon mal ganz gut aus, ne? Passt. Muss man nur gucken, dass man den halt anders reinsetzt. Sieht echt relativ edel aus. Ja. Tja, guck. Siebdruck. Sieht schon cool aus, ne? Siebdruck ein bisschen aufgewertet durch die Echtholzverblendung. Ja. Ja, sehr schön. Fertig. Ja. Ja, Abspann, ne? Ja, fertig. Und ja. Ja. Hier komme ich auch noch überall dran. So hatte ich mir das auch vorgestellt. Eigentlich. Ja, macht Sinn, dass man an die anderen Sachen dann noch drankommt. Ja, aber jetzt hier. Mhm. Ach ne. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Guck mal, und darunter hätte ich jetzt noch mehr Platz. Noch mal ein bisschen Platz für. Mal gucken. Aber das sieht schon. Für den Hobel, den du irgendwann noch mal dir zulegst, ja, der dann da noch hin kann. Ja, so einen ganz kleinen Hobel hätte ich noch ganz gerne. Der würde, glaube ich, auch noch so an der Seite passen. Also noch kleiner als den hier. Muss ich mal gucken. Ja, auf jeden Fall gefällt mir das sehr gut. Siebdruck mit hier ein bisschen Echtholz drauf. Sieht schon ziemlich nobel aus. Und jo, mir gefällt es. Ne? Simples, einfaches Projekt. Und würde sagen, jo, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.